So, da sind wir auch schon wieder bei Minecraft. Und wir haben 27 FPS, 9, 28. Okay. Ich habe mal die Shader installiert hier und ja, sehe gerade, dass die FPS im Keller ist mal wieder. Ich muss tatsächlich mit Fraps aufnehmen, weil das mit Dings nicht richtig funktioniert. Mit Dextree, da habe ich noch weniger FPS, wobei 28 geht gerade noch so, glaube ich. So, jetzt sieht es auf jeden Fall alles ein bisschen besser aus. Ich kann auch rennen. Ja, so. Es sieht irgendwie so anders aus. Naja. So, bei 25 FPS ist es eigentlich auch weniger, als ich haben wollte. Warte mal. Optionen, Shaders. Machen wir doch mal High nur statt Ultra. Schauen wir mal. Dann fertig. Zurück zum Spiel. Ja, es sieht besser aus, oder? Ja. Also nicht an sich besser, aber zumindest die FPS ist höher. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß auch gar nicht, warum die FPS so niedrig ist. Ich habe hier einen High-End-Rechner wirklich und es läuft nicht richtig. Aber ich habe Schatten auch, ist das schön. So, wann habe ich angefangen aufzunehmen? Okay, gut. Muss ich nochmal auf die Uhr gucken hier. Ja, es ist durcheinander. Ich habe erstmal 20 Minuten rumgefummelt, um überhaupt das hier zum Laufen zu kriegen. Aber ich habe schon wieder nur 28 FPS. Tja, naja, was will man machen? So, sollten eigentlich jetzt ins 30. Naja. So. Ich wollte mal ein bisschen mich umgucken hier in dieser wunderschönen Welt und mal irgendwas machen. Was habe ich denn hier hinten nur gebaut? Das ist mir ja auch ein Rätsel. Was soll denn das hier werden? Das sieht so groß aus irgendwie. Ich weiß nicht warum. Alter, was wird denn das hier? Eine Brücke über die Schlucht, ja, aber was wird das? Ich verstehe das nicht, was das irgendwann mal werden soll, aber naja. Ja, habe ich mir bestimmt irgendwann mal was dabei gedacht. Ich weiß nicht. So. Muss ich ja auch noch umbauen, sodass das auch ein bisschen wie eine Brücke aussieht und nicht einfach nur wie. Ja, ich meine, guck dir das doch mal an hier. Hast du nur. Naja. Ich zeige es von unten nochmal, dass ihr seht, wie schrecklich das eigentlich ist. So, wir hatten hier schon wieder so schön zugebaut. Das ist ja unfassbar. Alter, da ist eine Kuh drin oder sowas. So, hier von unten sieht es natürlich auch toll aus, die Brücke. Ist einfach nur so ein Steg durch die Luft aus Holz. Na, ganz toll. So, hier komme ich gar nicht hoch. Wer baut denn sowas? Ach, hier komme ich auch nicht hoch. So, dann wollte ich mich mal ein wenig umschauen. Und zwar wollte ich mal was anderes machen als diese Steinstadt da. Und dachte mir mal, ja, gehst du doch mal in den Dschungel vielleicht und baust da mal ein bisschen was. Und dafür werde ich aber etwas Holz benötigen. So, Holz, hier. Eichenholz haben wir doch einiges. Das sollte erstmal reichen. Das nehmen wir einfach mal mit. Tropenbaumsetzling haben wir jetzt nicht so viele, so wie es aussieht. Da können wir auch schon mal noch einen neuen pflanzen, würde ich sagen. So. Pflanzen wir die einfach mal hier hin. So. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Achso, sind ja nur 4. Sind die zu nah aneinander? Ich weiß nicht, ich will nicht, dass die Blätter ineinander wachsen und dann habe ich nachher. Ja, sollte eigentlich gehen. Die Tropenbäume droppen ja auch weniger Setzlinge als die anderen. Das ist ein bisschen doof. Eine Axt sollte ich mal machen. Mache ich auch eine Diamantaxt? Gute Frage. Soll ich? Soll ich? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht eine? Hatte ich nicht eine Diamantaxt? Nö, habe ich nicht. Was haben wir denn hier? Ich habe mehr Diamanten als Eisen. Komm, ich mach mal 1, 2, 3, eine Diamantaxt. So, habe ich noch Stöcker? Nee, natürlich nicht. Dafür habe ich noch Eichenholzbretter. Die muss ich eh nochmal mitnehmen. Die sind bestimmt auch nicht schlecht für mein Vorhaben. So. Wobei ich wahrscheinlich lieber Birkenholz benutzen sollte. Ich weiß es nicht. So, erstmal eine Axt machen. So, eine Diamantaxt. Wird das schon wieder dunkel? Nee, kann ja nicht sein. Ich habe doch erst letztens gepennt. So. Diamantaxt, falls die andere kaputt geht. So, dann sind wir jetzt voll mit Diamantsachen ausgerüstet, was natürlich auch nicht schlecht ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier geht der Weg lang, da fehlt aber noch halt der Weg. So. Und dann wollte ich hier ja auf so einen Baumruf irgendwie. Das Problem ist nur, ich brauche dafür erstmal Bäume. Da hinten ist ja schon ein Baum. Mache ich mal folgendes. Komm, ich habe so viel Erde, ich schütte einfach mal ein bisschen Erde auf, weißt du? So, und dann, ne? Und dann brauche ich noch Blätter. So, sind die Tropenbäume schon gewachsen? Ich weiß es gar nicht.
Was mache ich denn hier überhaupt? So. Ach, schöne Minecraft-Musik. Nein, das war da komplett falsch. So. Was wollte ich tun? Lass mich überlegen. Achso, Erde. Genau. RD wollen wir ein bisschen mitnehmen. Und wir sollten vielleicht die anderen Sachen hier mal ablagern. Was habe ich denn hier noch so viel? Guck dir das doch mal an. Das ist doch ein reinstes Chaos hier. So, das da rein. Das nochmal dahin. So und so. Und Schwarzpulver brauche ich doch auch nicht. Warum nehme ich das alles mit? Weiß ich nicht. So. Dann hier, Moment. Schwarzpulver hier rein und die Samen brauche ich auch nicht. Zuckerrohr, Eier, das packen wir mal da rein. Das verrottete Fleisch, das braucht kein Mensch. Spinnenauge will ich auch nicht haben. Pfeile, ja, ist ganz praktisch, aber im Moment brauche ich die eigentlich auch nicht. Naja. So. Jetzt erstmal was futtern und dann gehen wir mal hier in den Dschungel. So. Schauen wir mal. Erde hatte ich mitgenommen und Gravel hätte ich mitnehmen sollen. Na egal. So. Nee, warte, hier kommt ja eh ein Gravelweg hin. So. Sieht noch irgendwie komisch aus mit den Schädern. Das sind auch die, wie heißen die denn? Cho irgendwas Schäder. Ich hab's vergessen, verdammt. So, ein bisschen aufschütten hier. Dass ich hier so einen Weg hinbauen kann, weißt du? So. Ist zwar da ein bisschen gerade der Weg, aber immerhin. Jetzt habe ich hier einen vergessen. So. So. Ja, das geht doch, oder? Was meint ihr? Das kann man doch so machen, bestimmt. So, dann geht's hier. Ja, der Baum muss dann gleich weg. Das ist doch schon mal was. Können wir den gleich... Ich muss mir eine Schere muss ich mir holen. Moment. Ja. So, jetzt habe ich 30 FPS. Ach, sieht das nicht schön aus mit den Shadern? So. Also das gefällt mir irgendwie. Bloß, dass es halt nicht sehr performant läuft. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß auch gar nicht warum. Warum das vor allem mit Dextree laggt oder so wenig FPS sind, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich habe das mal beobachtet, da habe ich irgendwie eine GPU-Auslastung von 50% oder so. Und Arbeitsspeicher und alles. Also ist eigentlich alles nicht komplett ausgelastet und trotzdem laggt es. Also trotzdem so wenig FPS. Ich verstehe das nicht. Naja. So, was ist denn hier? Alter, wie viel Erde habe ich denn bitte? Guck dir das nochmal an. Hier ist auch nochmal Erde drin. Wo will ich denn? Was wollte ich denn überhaupt? Ach, eine Schere. Ach, hier doch nicht. Da oben. Da ist eine Schere. So, ich habe nämlich was vor. Wenn ich nämlich die Blätter so abschneide, kriege ich erstens Setzlinge raus und zweitens kriege ich auch noch die Blätter. So, deswegen schneide ich die einfach so ab. So. Und ich brauche ja Tropenblätter, weil ich will ja hier so einen Weg durch Dings machen. Da kriegt man wirklich Setzlinge raus, irgendwie, glaube ich. Außer man hat so ein Pech wie ich. Dann nicht. So, hier sollen eigentlich jetzt Dinge rauskommen. Naja. Weiß nicht. Muss ich mal gucken. So. Also zumindest sind bei Gronkh jetzt Dinge rausgekommen. Hat er irgendwie gecheatet wieder? Ich habe bisher noch keinen Setzling. Jetzt komm doch mal hier hoch. So, kommst du ran? Ja. Ich dachte, da kriegt man jetzt. Krieg ich jetzt doch keine Setzlinge raus? Nö. Keine Setzlinge, ist ja seltsam. Wieso hat Gronkh denn Setzlinge rausbekommen? Das verstehe ich nicht. Hm. Das ist mir ein Rätsel. So. So, erstmal hier weg, der Baum. So, alles weg. Und das Holz eingesammelt. So, dann, mach ich hier mal so. So. So, und dann lasse ich das hier mal ein bisschen absinken in Richtung Boden. Wohin sonst? Hahaha. Nee, sieht hier noch ein bisschen fehlerhaft aus hier. Naja, so. Ein paar Grafikfehler haben wir noch drin in den Shadern, aber das macht ja nichts. So. Halt, ich muss hier mal... So. Halt, mach ich hier mal so. Ups. Bisschen Terraforming hier. Den machen wir auch mal weg. Den machen wir mal weg. So, dann haben wir das so hier und dann... Gehen wir hier einfach auf die Blätter ruf, wenn ich dann hier ein bisschen, nee, nicht Eichenholz, sondern der Tropenholz da hinsetzen kann. Das wäre natürlich ganz toll. Und da machen wir einfach einen Weg auf den Blättern. So. Ich hätte gleich Kies mitnehmen sollen, so ein Mist. Aber hier kommen echt keine Dings raus. Naja, komisch.
Oh, jetzt habe ich so kaputt gemacht. Ach, egal. So. Ich guck mal, wie sieht's. Sonne geht langsam unter. Hier ist ja auch ein Traum einfach. Es ist total fertig alles. Da fehlt auch noch ein Fenster. Hier fehlen noch Steine. Ach Mann, wer baut denn sowas hier? Naja. Muss ich das verstehen? Nee. Ich verstehe nicht, wer sowas hier baut. Naja. So. Hat. Haben wir noch die Steine? Nee, natürlich nicht. Was wollte ich jetzt? Ach, Gravel. Gravel wollte ich haben. Also Kies. So, das ist viel zu viel, aber naja. Komm, den einen nehme ich mal mit, dann kann ich den gleich verbauen und das reicht. So, jetzt gehe ich aber erstmal pennen. Gute Nacht. Ach ja. So. Ich weiß nicht, warum das. Aber warum das mit diesen Shadern so wenig FPS sind, das kann ich mir echt nicht erklären. Naja. So. Aber es ist halt Minecraft. Was will man machen, ne? Wenigstens läuft das Standard Minecraft flüssig. Das ist ja schon mal was. Vielleicht muss ich auch ein Texture Pack mit weniger Auflösung nehmen. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte ja das hier machen. Hier so, dass den einen da verbauen. Der nimmt nur Platz weg im Inventar. So. Hier geht es dann rüber auf, ja. Ne? Und so. Ist klar. Oh, hier ist ja ein anderer Baum. Was ist das denn? Das geht ja nicht. Alter, das wabbelt hier alles. Alter. So. Na klar. Aber sehr toll. Da haben wir nachher ein Baumhaus, das total wabbelt. Aber naja. Was willst du machen, ne? So, kommen denn jetzt hier Setzlinge raus oder nicht? Das ist die Frage, das weiß ich nicht. Hat. So. Wieso? Hä, wieso kann ich die jetzt da setzen? Hier nicht. Komisch. Verstehe ich nicht. Naja. So, ich hoffe, die decayen jetzt nicht. Aber das denke ich eher nicht. So, jetzt. Also Setzlinge kriege ich doch nicht raus. Das ist ja seltsam. Ich habe es halt bei Gronkh gesehen, der hat das immer mit der Schere abgebaut. Da kamen dann tonnenweise Setzlinge raus, aber bei mir irgendwie nicht. Das ist ja seltsam. So, dann gucke ich mal hier, ob schon ein paar Tropenbäumchen gewachsen sind. Da sieht tatsächlich so aus, als wäre schon eins, zwei sind schon gewachsen. So, muss ich mal ein paar Setzlinge, Alter, warum sind die so hoch? Oh Gott. Ich hätte gerne eine Verzauberung mit längere Reichweite, so für, ne, und so. So, das kann weg. Nein, nein, hier, so. Ach ja, mit größere Reichweite für die Links und so. Für die, ach, verdammt. Habe ich 1 zu 4 abgebaut? Was ist das denn? So. Oh Mann. So, jetzt habe ich hier Tropenholz, aber ich möchte gerne Setzlinge haben. Vor allem ist es sehr schwer bei Tropenholz wirklich mehr Setzlinge rauszukriegen, als man eingesetzt hat. Weil halt so wenig droppen. So, jetzt habe ich zum Beispiel zwei Setzlinge verbraucht, um diese Bäume anzupflanzen. Und wie viel kriege ich jetzt raus? Das ist die Frage. Bisher null. Ja, ist ja toll. Na komm schon, komm schon. Verwelke, verwelke. Verwelke. Nix. Ja, dann komme ich später nochmal wieder. Das kann sich noch um Jahre handeln. So. Ja, jetzt habe ich natürlich keine. Ist ja blöd. Ja, keine Dings habe ich jetzt. Das ist ein bisschen doof. Keine Blätter, um jetzt hier weiterzubauen. So. Dafür könnte ich jetzt hier. Ach, einen Setzling habe ich. Wow. Den pflanze ich doch gleich mal hier hin. So. Okay. Dann, das hier kann weg. Wo ist denn die Schere? Da. Das leuchtet so komisch jetzt hier, wenn ich es abbaue. Ich glaube, es kommt auch vom Shader. Naja, so. Jetzt habe ich hier ein paar Lianen. Das ist auch nicht schlecht. Oh, das wollte ich eigentlich nicht abbauen, aber naja. So ist das im Weg? Nö. Das stört ja gar nicht. So. Okay. Der Baum ist nicht im Weg, aber die Blätter. Ach, habe ich ja gar nicht. Die sind da oben drauf noch. Moment. Ups. Hä? Ach, jetzt habe ich sie. Gut. Ich hab sie. Gut. Wunderbar. So. Dann einmal wieder runter. Ups.
Das war Eichenlaub? Was will ich mit Eichen? Wieso ist da jetzt Eichenlaub drin? Keine Ahnung. So, das hier bleibt mal hier. Oder? Ja, doch. Oder, warte mal. Halt. Hier mache ich mal weg. Und dann pflanze ich meinen richtigen Baum an gleich. Moment. Ach, hier sind überall so kleine. Naja, macht ja nichts. So, ich wollte einen großen Baum anpflanzen, natürlich. Und, ja. Noch ein paar mehr große Bäume und dann baue ich da so ein kleines Baumhaus rein. In Baum. Logisch. Wohin sonst das Baumhaus? Ist natürlich im Baum. So, sind jetzt hier Setzlinge. Schauen wir doch mal. Doch, ein paar sind da. Okay. Gut. Ist aber echt, flüssig läuft es hier aber auch irgendwie nicht. So richtig. Also es geht schon, aber es ist irgendwie noch nicht so pralle. So, wie sieht's denn jetzt? Wow, haben wir genau drei Setzlinge rausgekriegt bei den zwei Bäumen. Das ist ja richtig ein Traum. Hier hinten ist schon wieder Schneebiom. Ach Mann. Naja, was will man machen? So. Hilft ja nicht. Da kannst nichts machen. Da kommt einfach nichts raus. Bei diesen ganzen Tropenbäumen. Das ist doch scheiße. Ich meine ernsthaft drei Setzlinge bei zwei Bäumen. Das ist doch nix. Ja. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ist doch blöd. So, jetzt wollte ich hier ein bisschen, ne, und so, Bäume hinpflanzen, damit ich, ne, und so. Ist das denn jetzt hier Tropenholz oder ist das Eichenholz? Das hier. Ist das Eichenholz? Oder Tropen? Ich glaube Tropenholz. Gut, jetzt gehen die Blätter da gleich weg. Das ist natürlich blöd. Das will ich nicht. So, habe ich jetzt. Jetzt habe ich Tropenholz hingesetzt. Okay. Nee, das ist Tropenholz. Gut. Okay. Wird schon wieder dunkel? Nee. Wo sind die? Ach, da oben. Das sieht alles so dunkel aus jetzt hier mit den Shadern. Mir fehlen wirklich ein paar, ne, und so. So, hier müssten Bäume hin. Warte mal, nee, bis wo? Bis hier müsste irgendwie der Weg gehen. Und dann müsste er hier so lang. Ich müsste das mal markieren mit irgendwas. Zum Beispiel mit, ich weiß nicht mit was. Womit soll ich denn das bitte markieren? Ich habe ja nicht mal Fackeln mit. Warum habe ich nicht mal Fackeln mit? Oh Gott. Das ist, sag keinem, dass ich Minecraft spiele. Das ist ja. Das glaubt mir keiner. Nee, das ist ja eine Katastrophe hier. Ich habe nicht mal Fackeln mit, um mal was zu markieren. So. Das kann ich natürlich nicht so auf mir sitzen lassen. So, jetzt nehme ich erstmal ein paar Fackeln mit. Und dann werde ich mal ein bisschen. Im Dschungel noch rumbauen. Sind hier noch Fackeln drin? Nö. Warum habe ich keine Fackeln? Das gibt's ja nicht. So. Was ist das denn? So. Da kommen ein paar Fackeln raus, wenn ich denn noch Kohle finde. Hier oben. Ach, ich hab ja sogar Kohle mit. Genau passend. Das war natürlich alles abgezählt, ist doch klar. So, jetzt habe ich natürlich sehr viele Fackeln, aber das macht ja nichts. So. Kann ich wieder in eine Höhle gehen mit meiner Diamantrüstung und dann irgendwo in Lava fallen? Das wäre natürlich ein Traum. Ach Mann. So, dann gehe ich mal hier hin und. Ach nee, ich brauche eh noch Bäume. Das ist ja sinnlos so. Warum wachsen die denn so langsam? Wachst schneller, ihr Bäume. Wachst schneller. So, sind hier noch mehr Setzlinge? Nö. Das gibt's nicht. Ist alles weg, aber keine Setzlinge. Oh Gott. So. Na, dann werde ich mal ganz kurz hier ein bisschen. Habe ich denn hier noch? Ne, hier nicht. Habe ich hier noch? Ja, habe ich. Okay. So. Okay, dann werde ich jetzt hier mal probieren, ob ich nicht vielleicht einmal so einen kleinen Baum hier ranzüchten kann. Na, also geht doch. So. Jetzt muss man mehrmals klicken pro Baum, was ein bisschen. Ach nee, doch. Also nicht immer. Nur manchmal. Uah, kleiner Baum. So. Manchmal muss man mehrmals klicken, um so einen Baum dazu. Ne? Und so. Ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Blöder Baum. So. Jetzt ist die natürlich kaputt. Das macht aber nichts. Wir haben ja eine Diamantspitzhacke. Axt. Natürlich. So. Weg. Okay. Du auch weg. Ach, Bäume abbauen, ist das nicht toll? So, Mann.
So, habe ich mich mal mit Holz hochgebaut. Aber macht ja nichts. So, ich hatte jetzt 4 Bäume. Mal sehen, wie viele Setzlinge ich jetzt rauskriege. Mit der Schere wahrscheinlich gar keine. Das ist ein bisschen blöd. Ich möchte erst genug Setzlinge haben, bevor ich jetzt hier noch viel mehr mit der Schere abbaue, weil dann kriege ich ja wieder keine Setzlinge raus. Oder ist das jetzt doch nicht? Kriege ich doch welche raus? Wie man sieht, sehr viele. Wow, unglaublich. Unfassbar. Oh, hier ist einer gedroppt. Hey, wir haben 2 Setzlinge. Wow, 2 Setzlinge. Yeah. Das ist richtig. Ist ja richtig ein Traum hier. Ach ja, und das sieht irgendwie echt schön aus mit den Shadern. So, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weiß ich nicht. Aber was willst du machen, ne? Hilft ja nicht. So. Hat man sich ja nicht ausgesucht, die Shader. Ich weiß gar nicht, ob man das konfigurieren kann. Keine Ahnung. Würde mich interessieren. Weiß ich nicht. So, Tropen. Higgs, Holz haben wir zumindest schon mal genug. Aber wo ist es denn jetzt? Mann, verdammt. Die Erde ist hier. So. 1, 2, 3. Was? Noch höher? Was? Gibt's ja nicht. So. Muss ich mal in eine Beschreibung schreiben, wie der. Oh, da ist die Schaufel kaputt. Wie der Shader-Mod heißt. Oder die Shader-Mod. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich hab's wieder vergessen. Die hieß irgendwie und. Naja. So. So, noch mehr Setzlinge irgendwo? War. Was spielen wir eigentlich? Optionen, schwierig. Normal. Okay. Gut, also wir spielen auf normal. Wo sind denn hier die ganzen Setzlinge? Hallo? Da einer. Wow. Jetzt haben wir immerhin einen wieder. Toll. Das ist ja ein Traum. Ist ja unfassbar, wie viel wir davon einfach kriegen. So, ich gehe mal ganz kurz pennen. Weil ich möchte nicht bei Nacht hier draußen sein. So. Oh. Gute Nacht. Oh.